So, Freunde, Recherche. So, das ist das Chemiewerk da in Kärnten, was angeblich das Patent hat für die Chemtrails. Okay? Angeblich. Warum angeblich? Weil ich die Information auch nur aus zweiter Hand habe. Dreibacher Chemiewerk. So ein ziemliches Werk da. Und da ich jetzt auf der Durchreise bin, Richtung Spanien, und ich mich ja da noch aufhalte in Kärnten, werde ich am Montag versuchen, was heißt versuchen, ich will es einfach machen, werde ich mich beim Chef anmelden oder beim Betriebsleiter. Beim Betriebsleiter für eine Begehung, weil mich das interessieren würde und was da so produziert wird. Muss ja möglich sein, oder? Man hat ja nichts zum Verbergen. Und dann will ich natürlich das, mein Interesse äußern mit den Chemtrails. Aus was das besteht, wie das ist, für was es gut ist und so halt. Okay? So. Diese Nachricht geht an alle Interessierten. Also am Montag werde ich das tun. Althofen ist da. Und da gibt es, glaube ich, jetzt einen Parkplatz, da kann ich mich hinstellen. Mal schauen, vielleicht bleib ich da sogar über die Nacht. Weiß ich nicht genau, wie das sein wird. Steht nichts da. Wunderbar. Dann stellen wir uns dazu wie Sportheim. Na, ich bin ja Sportler. In diesem Sinne, Freunde, man geht der Sache nach. Wenn man Fragen hat, echt, entweder man fragt sich die Fragen und man geht nachher so lange der Sache persönlich nach. Echt, persönlich nach. Darum setze ich auch den Hut jetzt verkehrt auf. Erst zum Schluss. Weil immer nur mit einem Fragezeichen oder nicht, was heißt immer nur, wenn man etwas angeht, ich bin halt zumindest der Typ, gell? Wenn ich mir Fragen stelle, dann gehe ich der Sache so lange nach, bis ich es verstanden habe. Aber jetzt nicht nur im Internet oder sonst irgendwo, sondern wirklich vor Ort, wenn möglich. Ja? Gut, in diesem Sinne, Freunde. Hubert.